Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen, an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich hier für euch mitgebracht habe. Das ist die XB01401 aus der Home-Serie von Xingbao. Ganz genau so ist es. Wollte ich euch mal zeigen. In so einer Box hier befinden sich 6 Einzelpakete. Ich und sehr, sehr viele andere Händler auch, ich der Esel geh voran, verkaufen die eigentlich im Block. Also nicht, dass man die einzeln kauft. Gibt es vielleicht auch welche. Ich verkaufe sie nur im Block. Es sind 2100 bisschen Teile. Kostet 50 Euro. Plus, minus. Das ist okay, finde ich. Das ist ziemlich okay. Es sind kleine Teile, ich weiß, aber es sind großartige Teile. Und um was geht es hier eigentlich? Nur mal kurz dazu. Also, die Box seht ihr, heißt Home. Hier seht ihr exemplarisch eins dieser Modelle. Hier auf der Rückseite sind alle 6. Das sind Zimmereinrichtungen. Oder auch einfach schon Hausteile und ihr könnt sie stapeln. Ihr habt es vielleicht bei meinem Startbild schon gesehen, man kann sie stapeln. Ich zeige euch das auch gleich nochmal. Und ich finde, da es ja bei Lego keine Häuser mehr gibt, abgesehen von den großen 180 Euro Creator Experts, brauchen wir sowas. Man braucht doch ein Haus. Die meisten Menschen leben in Häusern. Und vielleicht will das auch jemand mal nachbilden. Oder man denkt sich einfach, man hat ein Modular Building, vielleicht ein altes, ist aber ziemlich kahl drin. Dann ist doch mal nett, wenn man Einrichtungsideen bekommt. Oder man möchte einfach die Teile dafür haben und sich was Eigenes ausdenken in irgendeiner Form. Und 2100 irgendwas Teile für 50 Euro, das ist ein Deal. Damit kann man arbeiten. Und es sind auch noch 6 Figuren dabei. Also das ist eine runde Sache und ich dachte, ich wollte es euch zeigen. Ich muss mal gucken, wie schnell ich größere Mengen habe. Ich bin ja jetzt im Juni, wenn dieses Video live geht, nicht da. Da bin ich ja auf Reisen. Ihr könnt es auf Instagram gerne verfolgen. Und im Juli zeige ich euch dann die neuen Videos von meinen Reisen. Und dann bin ich auch wieder im Laden, ab dem 1. Juli-Wochenende 2019. Und dann werde ich ein paar von diesen Sets auch da haben. Aber ich gucke mal, ich verlinke euch auch unten üblichen Verdächtigen, wo ihr das bestellen könnt. So, gehen wir nochmal durch, oder? Genau. Also ich habe die Box gesehen. Es sind hier auch noch Ersatzteiltüten dabei. Die sind auch zu. Also ich habe... Die waren halt über. Mein lieber Freund Israel hat mir beim Aufbauen geholfen. Vielen Dank dafür. Ich baue momentan viel auf und da ist es schön, wenn ich hier und da nochmal Hilfe habe bei Sachen, die ich vor allem ein bisschen besser kenne. Bei jedem Haus ist auch noch so etwas, das kennt ihr aus dem Modellbau ganz klassisch. Bei Lego gibt es ja manchmal diese Werkzeugringe, wo man auch noch was rausbricht, sonst werden die Sachen ja in solchen einzelnen kleinen Beutelchen verpackt. Und hier ist wahnsinnig viel Zubehör noch dabei. Ich weiß jetzt nicht, ich habe mal geguckt, also man bricht die da schon ziemlich raus und die Ecken, an denen das festgemacht ist, die könnte man noch ein bisschen schön machen danach, damit es ordentlich aussieht. Aber was hier Zubehör dabei ist, in allen möglichen, ich zeige es euch gleich vielleicht auch nochmal im Detail. Ich wollte euch nur mal sagen, hier ist eine ganze Menge Graffel dabei. Hier ist ein Steamboat, hat damit nichts zu tun, das baue ich für euch gleich noch auf, aber in einem anderen Video. Das kommt vielleicht davor oder danach. Lassen wir uns überraschen. Fangen wir mal an, oder? Komm, die stehen hier so ein bisschen bei der Seite, das klappt doch schneller so. Und bei der Seite, ich bin auch eine. So, gucken wir uns doch mal eines an. Wir gehen hier alle durch. Aber hier gleich einmal vorweg ein paar Infos. Das sind 12x12 Noppen hier. Ihr seht es auf der Unterseite. Das sind 2 Platten zusammengesetzt. 2 6x12er. Dazu haben wir eine Höhe von 10 Noppen. Um euch das irgendwie in sinnvolle Maße zu übersetzen, das sind knapp 10 cm. Hier haben wir knapp 10 cm und hier haben wir knapp 10 cm. Also man kann von einem Würfel sprechen. Und dieser Würfel gibt uns natürlich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Aber dazu kommen wir später, wenn wir die irgendwie mal zusammenwürfeln und gucken, ob das lustig wird. Jetzt nur mal für euch die Idee. Das ist, also stabil ist natürlich, klar. Ja, passiert nichts. Es sind Xingbao-Steine. Das heißt, die Formen sind die gleichen, die auch bei Lego benutzt werden. Nicht ganz die gleichen, aber fast die gleichen. Und die Angus-Punkte sind ein wenig sichtbarer. Die Farben sind die gleichen. Das heißt, ihr könnt das miteinander verbauen. Ihr könnt es auch, wenn ihr kein Problem habt, sie vermischen. Ist auch keine Schwierigkeit. Sind voll kompatibel miteinander. Der Vorteil ist nur, dass man das hier auch tatsächlich einfach bei sich in die Lego-Welt reinstellen kann und es fällt nicht unangenehm auf. Das Einzige, was anders ist, sind die Figuren. Xingbao hat eigene Figuren, die sind den Lego-Figuren sehr ähnlich, auch gegeben durch die Vorgaben, die halt die Lego-Welt durch die Maßstäbe gibt und durch die Noppenverwendung etc. Lego versucht ja auch dagegen vorzugehen, relativ unsympathisch, aber was soll man machen? Ich hoffe, irgendjemand kann das, der Lust auf Rechtsangelegenheiten hat, klären. Ich
Da schüttelt es mich schon. So, und das nochmal vorweg. Die Teilequalität ist knapp unter Lego. Es funktioniert alles. Wir haben hier auch keine Schwierigkeiten wie bei Technikmodellen mit der Statik in irgendeiner Form. Hier wird eine Wand hochgezogen. Falls ein Teil mal nur 90% Klemmkraft hat oder irgendwas. Ja, es kommt ja wieder eins drauf und oben drüber eine Platte. Das ist bombenfest. Zeige ich euch doch mal kurz. So sieht das zum Beispiel einmal aus. Da sitzt eine Figur, die ist jetzt auf dem Bett festgemacht. Das hier ist das Schlafzimmer. Achso, ganz kurz. Entschuldigung, ich bin ein bisschen unkoordiniert. Es sind Anleitungen dabei. Und pro Ding sind es ja so 350 Teile. Das sind keine Anleitungen für absolute Anfänger. Das ist okay alles. Man sieht sehr gut, die Druckqualität ist gut. Aber das ist jetzt nicht... Lego würde wahrscheinlich 350, 360 Teile, weiß ich nicht, 70 Bauschritte... Irgend sowas. Und hier geht es halt relativ zackig durch. Es funktioniert aber einwandfrei. So, einmal nochmal das Schlafzimmer. Mit netten Ideen. Und guck mal, wie vollgepackt dieses Schlafzimmer ist. Vor allem ist es, und jetzt kommt Sandgrün. Und ich bin mir sicher, einige von euch können ein paar von diesen Teilen gut verwenden. Dazu kommt, die nette Katze ist dabei. Und hinten die beiden Fliesen sind natürlich Prints. Es gibt keine Aufkleber bei diesen Sets. Das sind alles Prints. Und das sieht gut aus. Und das sind gescheite, also wirklich, wirklich gescheite Prints. Da ist nichts verrutscht, nichts so irgendwas, das ist okay. Man könnte jetzt bei der Uhr hier sagen, dass oben die eine kann... Die meiste Arbeit, und das ist so eine Sache, das hat so diesen Architecture-Flair. In der Architecture-Serie ist es auch immer so, dass man so viele kleine 1x1-Steinchen hat. Jetzt könnte man natürlich das hier oben perfekt ausrichten einfach. Das ist ein bisschen eine Fuddelarbeit. Kann man natürlich mit dem Separator machen und sich da hinsetzen und die dann alle schön gleich drücken und so. Geschenkt. Aber ich finde gut, die Farben natürlich hier, dieses Neongrün, das ist jetzt harte Geschmackssache, das muss man mögen. Sehr nett finde ich hier in Blau den Palpatine als Statue da auf dem Nachttisch und kleine Actionfigur. Das finde ich, ist eine nette Idee. Die sind sehr putzig und sie sind detailverliebt. Ich hoffe, meine Kamera fängt es ein bisschen ein, dass ihr hier die Kratzer auf den Scheiben seht. Das ist etwas, damit müsst ihr bei Tsingbao leben. Die Teile kommen nicht wie geleckt raus. Und wir haben das natürlich auch bei Lego. Die schmeißen ja auch einfach die Scheiben in eine große Tüte. Wenn du Pech hast, kommt so ein Kratzer raus, weil irgendein anderes Teil hat sich mal dran ein bisschen verhakt hat. Hier sind es keine groben, schweren Kratzer, sondern es sind so viele kleine Mikrokratzer. Vielleicht kann man das auch ein bisschen rauspolieren. Aber mich stört es jetzt nicht, nur für euch schon mal, damit ihr wisst, was ihr erwartet, wenn ihr so eine Tüte aufmacht. Denkt, da sind ja kleine Kratzer drauf, ja. Das kann gut sein. Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Ich zeige euch auch hier mal, die kleine Figur ist ja festgemacht an einer Noppe, damit sie natürlich auf dem Bett sitzen kann. Ich zeige euch jetzt hier nur mal nochmal genauer so eine Figur. Der Kopf ist ein bisschen schief, hier habe ich das gemacht, hat auch ein nettes Glas in der Hand. Und ihr seht diese ähnliche Figur, die aber natürlich Änderungen hat, Schultergelenk, Beine, Körper, auch die Rückseite mit den Noppen ist anders gestaltet. Aber natürlich sind die groben Maße sehr, sehr ähnlich. Müssen sie auch sein, ansonsten sähe es komplett dämlich aus. Man kann natürlich wie Kobi einen ganz anderen Weg gehen, aber ich finde, das ist der sinnvolle Weg für eine Bausteinfigur. Ja, ich finde die gut. Also, wie gesagt, hier haben wir ein kleines Schlafzimmer. Dann gehen wir nochmal weiter und das finde ich großartig, das ist das Badezimmer. Auch wieder mit einer netten kleinen Anleitung dabei. Das Badezimmer ist in wirklich harten Krankenhausfarben gehalten. Diesmal ist ein Mädel dabei. Auch wieder mit Sandgrün und dann drin mit diesem Aquablau. Und das geht hart ab. Und ich finde, guckt euch mal die vielen Details an. Hier hinten, diese Zugdinger hier, die ja eigentlich diese, sind ja die Treppen an den Lokomotiven eigentlich. Und das jetzt hier im Aquablau geht total ab. Das hier ist so ein leichter Metallic-Ton. So ein, ich weiß nicht, Silver, Flat Silver, irgendeine Mischung zwischen Flat und Metallic Silver. Gefällt mir gut als Spiegel. Die Duschkabine finde ich klasse. Toilette vorne ist auch schön detailliert mit Besen noch dabei. Die hat auch eine... Nehmen wir doch die Figur mal weg. Stellen Sie doch mal eins weiter nach vorne. Hier, das können wir natürlich auch aufmachen. Die Dusche ist klar. Da ist kein Türgriff dran sozusagen, sondern diese klassische Noppe soll das sein. Und das ist ein bisschen schwer zu greifen für mich mit dicken Fingern. Es ist halt vollgeladen. Also wirklich vollgeladen. Und das auf so kleinem Raum... Mit hier auch nochmal hier mit dem Fenster nette Details dabei, die definitiv nicht sein müssten. Sie hauen sie aber einfach rein. Und das finde ich sehr nett. Und ich wollte mal gucken, hier waren doch die goldenen Sachen. Genau hier, das, diese gelben.
das hier wäre hier noch das Zubehör jetzt. Ich habe mir noch meine Haarbürste und einen Föhn und was man halt noch so alles an Schleifchen und Kamm und Spiegel und hast du nicht gesehen. All mögliches Zeug käme da jetzt noch dazu, was man noch irgendwo hinsetzen kann, wo man halt Spaß dran hat. Und das finde ich ist eine nette Idee. Und hier sind auch, das sind auch die alten 1x1 Teil Modified in Sandgrün. Vielleicht braucht ihr die zufällig mal irgendwo. Hier sind sie drin und zwar viele. Und hier ist auch die 4070, dieser Lampenhalter, auch nochmal. Und das finde ich klasse. So, und dann nehmen wir doch mal, wo wir doch diese beiden schon mal uns angeschaut haben, diese zwei und setzen die mal hier so schlank aufeinander. Ja. Grün, grün, passt auch super zusammen. Und dann sind wir hier drüben und das ist die Küche. Die Küche finde ich, welche Farbe Zubehör haben wir hier dabei? Ah, das ist dieses Tan. So, haben wir die Küche dabei. Hier sind nochmal Töpfe, Pfannen, Formen, Handmixer, Teller, Besteck, alles Mögliche dabei. Und die Küche, das finde ich das Beste. Die Küche gefällt mir richtig gut. Sehr, sehr schöne Ausstattung und vollgepackt. Und das im Pariser Restaurant, ja, 10243, weil die Küche schon sehr schön. Aber hier geht es halt einfach richtig vorwärts. Und ohne Rücksicht auf Verluste. Hier wird reingebolzt, was nur geht. Ich finde die Dunstabzugshaube super. Ich finde die Schubladen toll. Das hier hinten, das ist ja die Rückseite davon. Das heißt, diese Schubladen sehen hier aus, als wären sie nur eins tief. Tatsächlich, aber wenn man sie rauszieht, ist das eine volle. Setze ich mal ein bisschen wieder rein, damit es wieder gut aussieht. Ich bin geschickt heute, Obacht. Ich setze nur mal ein bisschen rein, damit ihr das seht. Das ist eine normale, zwei tiefe Schublade, die ihr so kennt. Und das sieht klasse aus. Das sieht wirklich gut aus. Was man sich da alles einfallen lassen kann. Und ich bin vor allem begeistert auf diesem engen Raum. Liegt noch ein Croissant rum. Hier hinten ist sogar ein Spiegelei in die Pfanne reingedruckt. Sekunde. Ich setze mich hier nach vorne, damit ihr das mal sehen könnt. Da ist ein Spiegelei drin. Und das sind nette, nette kleine Details. Die finde ich großartig. Hier oben ist auch noch so ein Kasten. Das ist ein bisschen doof, aber es ist halt, vielleicht ist es ja auch mancher Küche so, wenn man das hier versucht aufzumachen, stößt man hier unten an die Schublade. Ich kann damit wirklich gut leben. Hier ist wieder die gleiche Uhr, das ist ein bisschen ähnlich. Aber hier auch, die sind alle zum Öffnen. Da könnt ihr, komm her, da könnt ihr die Kleinigkeiten reinmachen, die ich euch eben gezeigt habe, die noch bei diesem Set dabei sind. Ich find's wirklich klasse. Hinten ist auch nochmal die Ausrüstung, das ist auch das Messer, das da hinten, das große Beil eigentlich. Das kennt ihr aus dem Pariser Restaurant, das hängt da ja auch. Ich glaube, ihr habt alle Details gesehen. Im Zweifelsfall drückt mal kurz auf Pause, weil man kann sich hier drin verlieren und kann nochmal gucken und da ist noch ein Döschen hingestellt und hinten ist ein zweigeteiltes Waschbecken, hauen sie einem da auch rein. Finde ich super mit dem großen mit der großen Mischbatterie, die ansonsten bei Lego letztes Jahr eigentlich nur noch im Perlgold dabei war. Hier hat man sie nochmal im Flat Silver, finde ich sehr schön. Und unten ist auch nochmal ein Ofen in verschiedenen Farben. Hier unten sind auch nochmal, habe ich euch das gezeigt, mit Metallic-Schubladen. Könnt ihr da reingucken? Mit Metallic-Schubladen sind hier unten auch nochmal diese Kästen. Das ist wirklich toll. Alles ausgenutzt. Jeder Winkel, überall. Also das ist ein Traum. Und das Ding, es kostet halt 7, 8 Euro. Ja? Ich find's super. Und ich frage mich wirklich, warum hat Lego sowas nicht im Programm? Mir geht's da jetzt gar nicht drum, dass man sagt, ja gut, jetzt kostet es hier bei Singbao 50 Euro, bei Lego kostet es 80 oder 100. Es gibt es bei Lego nicht. Nicht für Geld und gute Worte, auch nicht für 500 Euro. Es ist nicht da am Markt. Man kann machen, was man möchte. Und das ist das, was mich so ärgert. Warum gibt es sowas nicht? Alle Teile sind bei Lego vorhanden. Alle. In etwas besserer Qualität sogar auch noch. Wir hätten vielleicht sogar noch mehr davon. Aber sie geben es uns einfach nicht. Und das finde ich wahnsinnig lästig. Also wirklich, wirklich wahnsinnig lästig. Und ich finde, das ist so eine nette Idee. Aber gut. Schauen wir noch mal hier weiter. Guck mal. Hier haben wir ein Study Room. Ja, wunderbar. Machen wir doch mal. Hier oben auch wieder mit Trophäen. Alles bedruckt nochmal. Ich weiß, ich wiederhole mich oft. Alles bedruckt. Schöne Pflanze noch dabei. Sitzt der Kollege. Weise nachdenken. Hier ist ein schönes Bücherregal. Mit netten Fliesen reingelegt auf Jumper Plates. Jetzt sind wir im etwas gediegeneren Farbschema unterwegs mit Tan und Dark Tan. Aber auch wieder, wie gesagt, wie bei der Architecture-Serie, man baut sich natürlich mit kleinen Teilen ein bisschen bunt, keine Frage. Hier in der Rückseite sind nochmal zwei, drei größere Bricks verbaut, um Stabilität reinzubringen. Aber natürlich die Deko da drin, das sind alles kleine Fuddelteile. Gar keine Frage.
Aber ich finde es schön, ich finde, der gefliesste Boden ist gelungen. Auch da, die Fliesen sind hier und da ein bisschen matter als bei Lego. Glänzen nicht so sehr. Man sollte es wissen, ich komme damit eigentlich zurecht, wenn ich so baue. Und ich finde, also allein, dass die das Zeug bedruckt haben, ist für mich, der ja wirklich mit Aufklebern große Probleme hat, ein Fest. Und schaut mal, ich finde das hier auch toll. Einfach mal in eine andere Farbe getunkt. Und das ist doch spitze. Das ist keine neue Farbe, sonst ist eine bestehende Lego-Farbe. Es ist ganz normales Medium-Blau, was es schon wirklich lang gibt. Und, aber einfach mal diesen mittlerweile auch Standardstein genommen und da reingetunkt. Und das gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Das ist ein, ja, ich würde mal sagen Special Interest, aber mein Gott, man kann die Teile gut verwenden. Das ist ein Gym. Selbstverständlich. Und hier hinten noch mit netten Fenstern, die man auch, wenn man nicht doof ist, aufmachen kann. In die andere Richtung gehen sie auf. Natürlich, der hat diese Boombox in der Hand. Das ist die jetzt eigentlich auch bei den, der Cole hatte die in der Hand, bei den Ninjago City Sammelfiguren. Dann ist hier ein cooles, eine coole Bench natürlich. Hier drüben ein Laufband noch dabei. Ich finde es einfach nett, wirklich an vieles gedacht. Hier oben, das ist tatsächlich dieser Korb, das ist eine Lupe. Da ist auch tatsächlich ein Glas drin, damit es ein wenig vergrößert. Kennt ihr ja auch von Lego, das Teil. Ich finde es wirklich klasse. Hier oben natürlich das hier, dieses Anbringen von diesem Teil Modified, das ist ja auch hier oben immer, wird natürlich erkauft hier auf der Rückseite durch diese Brick Modified. Aber gut, es ist, dann hat man davon mal ein paar, wenn man welche braucht. Und ich finde, es ist einfach ein nettes Detail, wie man die Wand verkleiden kann. Und auch hier unten ist ja vollkommen unnötig, hier die Nummer reinzusetzen, nur damit man hier unten diese kleine Kante unterbringt. Aber es zeigt ein schönes Detail und es ist die Liebe zum Detail. Und das zeichnet tatsächlich die Sets von Tsingbao extrem aus. Und sie wissen halt auch, dass die Teile nichts kosten in der Herstellung. Gar nichts. Und das merkt man. Hier an der Seite, an der Front, könnt ihr mal sehr gut sehen, was der Unterschied zwischen einer Fliese mit Groove und ohne Groove ist. Da spreche ich auch hin und wieder mal drüber. Könnt ihr mal gucken, die erste hat Groove, die zweite nicht. Dritte Groove, ich glaube die vierte wieder nicht, oder? Vierte? Ja, genau. Das sind die normalen Fliesen, 3070 oder 3069B. Das sind jeweils die mit Groove. Dieser Kante und daneben ist ein normaler Stein, eine normale Platte, 1x1. Und die hat natürlich keinen Groove. Und dann sieht man diese Unterbrechung. Das kann man eleganter lösen. Aber wenn man es fliesen möchte, geht es halt nicht. Die Fliesen haben alle einen Groove mittlerweile. Ist nicht mehr zu verhindern. So, setzen wir auch mal hier drauf. Er hält auch stabil, ja, es gibt gar kein Problem. Und hier haben wir doch noch ein Wohnzimmer. Mit ein bisschen Kirschen und mit einem sehr lieb guckenden Hund. Schaut mal rein. Nette Sofa-Angelegenheit da. Das sind auch die Fenster, die ihr vom Maritimen Museum kennt. Da waren sie nur in Reddish Brown. Hier sind sie mal in Weiß. Man kann dieses Innenleben auch rausbrechen, wenn man das nicht möchte. Ich finde, das ist auch außerordentlich nett. Kommt dann natürlich auf den Geschmack an, was man wie einrichten möchte. Gar keine Frage. Ob einem jetzt alle sechs Räume gleichzeitig gefallen und gleichermaßen vor allem und man das in ein Haus einbauen möchte, ich weiß es nicht. Aber ich finde, die sind alle brauchbar für sich. Da ist kein super Unsinn gebaut. Ich würde sagen, das Fitnessstudio ist noch am ehesten sowas, wo man sagt, na gut, das weiß ich nicht, wie oft das jetzt in Häusern vorkommt, dass dann ein ganzer Fitnessraum eingebaut ist. Aber alles andere ist absolut logisch, gar keine Frage. Also ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Küche, ein Wohnzimmer. Und dann kann man sagen, Arbeitsraum, gut. Hat man ein Extrazimmer und in das zweite hat man halt noch sein Fitnessstudio eingebaut. Wenn man mag, meine Güte, es stört mich nicht. Und jetzt haben wir hier diese Türmchen. Und man kann die natürlich auch hier so nebeneinander setzen. Wenn jetzt hier nicht die Toilette, die hat diesen Besen dran. Achso, ja, okay, gut, das ist natürlich eine doofe Sache. Wisst ihr was? Dann machen wir es andersrum einfach. Und setzen es so aneinander. Das geht natürlich. Das erinnert mich dann eher an die alten Computerspiele, wo man dann irgendwie Sim-Tower-mäßig hochgebaut hat. Aber ich finde, es ist eine nette Idee einfach nur. Ob man das jetzt so verwendet und bespielt wie ein Puppenhaus oder ob man das, wenn man vielleicht auch andere Ideen hat, dann tatsächlich umbaut. Vielleicht baut man hier auch einfach zwei, drei Gelenke ein. Dann kann man es ja aufklappen oder zuklappen, je nachdem, wie man das möchte. Aber es ist was Kreatives. Man baut es danach einfach um. Macht, was man möchte. Baut vielleicht ein Haus.
Es gibt ja keine. Oder das eine französische Landhaus, was ich euch vorgestellt habe, was überhaupt keine Inneneinrichtung hatte. Reingeknallt. Ja, zack. Wunderbar. Und wir haben eine Küche drin, Bad muss auch ins französische Landhaus und dann noch ein, zwei guten Gym. Naja, noch irgendwas dazugesetzt. Ich finde die Idee außerordentlich gut. Der Preis ist selbstverständlich fantastisch. Maximal 50 Euro für über 2000 Steine ist schon in Ordnung. 6 Figuren dabei und alles bedruckt. Ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben. Inklusive all dieser Extras hier noch, die man zum Ausschmücken braucht. Die sind ja durchaus beliebt. Das weiß ich ja, diese kleinen Beutelchen, die ich ja von Friends zum Beispiel auch habe oder sowas, werden ja auch gerne gekauft. Weil man damit einfach ein bisschen Leben in seine kreative Entwicklung reinbringt. Ne? Genau. Ich finde es schön. Ich zeige euch dann noch weitere. Das sind dann eher kleine Häuschen, so ähnlich wie die 10230, diese Modular Street. Davon habe ich auch noch ein bisschen was, möchte ich euch auch zeigen. Aber das hier als Inneneinrichtung, da ich immer mal Nachfragen dazu hatte, war mir wichtig, dass ich euch das zuerst zeige. Und ich hoffe, ihr habt daran auch viel Spaß. Und vor allem an meiner kleinen Vorstellung. Ich hoffe, sie war informativ für euch. Ich bin, wie ich vorhin sagte, in der ersten Juliwoche wieder bei mir im Laden. Kommt gerne mal vorbei, Freitag und Samstag. Wir schauen, was wir für euch finden können. Ich habe noch Highlights von Lego. Ansonsten habe ich Kobi, Singbao, Lightstacks und auch das wird noch weiter ausgebaut. Was mir noch alles so in die Hände fällt, ich werde es euch auf jeden Fall zeigen. So machen wir es. Ich freue mich, wenn ihr mich besuchen kommt. Habt eine tolle Zeit. Macht's gut.